Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Indexanalyse nach der Perlentauchermethode mit dem Margina Trader und natürlich mit Carsten Berger. Der darf bei dem Thema natürlich nicht fehlen. Ich freue mich sehr, dass er heute für uns die Zeit gefunden hat und ja, freue ich mich umso mehr, dass Sie heute live dabei sind und ja, das Interesse haben, hier an der Veranstaltung teilzunehmen. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und bevor ich den Bildschirm an Carsten übergebe, wie immer kurz den Risikohinweis, denn dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Und dürfen diese Veranstaltung entsprechend nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja? Okay, sehr gut. Ja, Carsten, dann würde ich sagen, die Bühne gehört dir und Sehr gerne. ich übertrage den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Dankeschön, Nelson. Wie immer muss ich erstmal den Bildschirm umstellen, den passenden finden, welches war. So, das müsste dieser sein. Ja. Genau, perfekt. Okay, einen wunderschönen Abend auch von meiner Seite aus und danke, Nelson, für die nette Ankündigung. Ich freue mich besonders, dass wir schon die Planung für 2022 gemacht haben. Perlentaucherstrategie wird weitergehen. Und für diejenigen, die die Strategie ein bisschen in der Tiefe verstehen wollen, werde ich im Januar ein Einleitungswebinar machen, also Folge 1 quasi, um das nochmal etwa in der Tiefe zu erklären. Denn bei diesem Webinar geht es ja darum, dass wir uns die Indizes anschauen oder einen Blick auf die Branchen werfen. Und da soll natürlich möglichst viel Chart und viel Wissen rüberkommen. Aber das nur mal so für die Einleitung. So, dann fangen wir auch schon an. Die Fragen habe ich mir extrahiert hier bei mir in der Software. Das heißt, Sie können oder ihr könnt einfach eure Fragen hier reinschreiben oder Anmerkungen. Ich sehe schon, hallo Michael, grüß dich. Am Ende des Webinars könnt ihr natürlich eure Fragen immer noch loswerden, auch mittendrin. Ich schaue da mit rein und gucke, ob das zum Thema passt und dann binde ich eure Fragen natürlich mit ein. Risikohinweis hat der Darf Nelson man ja sich schon. was wünschen, Carsten? Was wünschen? Wünschmärkte, Wunschaktien, dass du dir das Ganz anmerken kannst. genau. Sehr Wir gut. schauen uns nämlich einfach hier rein schreiben bei Fragen, welche Aktie mal angeschaut werden soll, welcher Markt speziell. Wir fangen ja mit den Indizes an und wir gucken uns heute auch die Branchen an. Mein Werdegang kennen die meisten ja. Hier sieht es ein bisschen jetzt anders aus, ein neues Layout. Ihr könnt es ja lesen, sobald ich hier noch ein bisschen erzähle. Ich muss ja nun nicht alles in der Tiefe zu mir sagen. Man kann es ja hier auch lesen. Was spannend ist natürlich immer an dieser Perlentaucherstrategie, ist, dass man eine Menge Zeit spart, wenn man auf Tagesbasis handelt, was ich ja tue, und immer mit den Indizes beginnt. Dann habe ich immer einen guten Überblick darüber, ob ich überhaupt an den Märkten aktiv werden muss. Und von daher kann ich euch sagen, innerhalb der Perlentaucherstrategie schauen wir uns heute an, was läuft und was nicht. Das ist nämlich genau der Punkt. Wo muss ich denn jetzt eventuell aktiv werden? Wo kann ich mich zurücklehnen? Oder wo sollte ich einfach dran vorbeigehen? Muss ich long gehen? Sollte ich short gehen? Das sind ja viele Fragen, die ihr euch letztendlich immer stellt. Und das ist ganz wichtig zu wissen, sich zu positionieren. Ja, also es gibt ja auch verschiedene Ansichten. Einmal bin ich Investor vielleicht. Ich bin schon in einer Aktie drin. Oder ich bin noch gar nicht drin und versuche einen Einstieg zu bekommen. Und was muss ich da eigentlich beachten? Und welches Timing sollte ich denn eigentlich benutzen? Das sind die Fragen, die ich mir immer vorher stellen muss, bevor ich überhaupt eine Strategie anwende oder mein Risiko berechne. Das ist ganz wichtig. Also werfen wir einen Blick auf die Märkte. Und in der zweiten Kategorie stehen dann natürlich Branchen und Trends. Und eure Aktien sind dann hoffentlich in den Trends oder in den Branchen unterwegs, die wir uns anschauen. Denn wenn die Branchen gut laufen, und die allgemeine Situation in den Märkten positiv ist, dann ist es gar nicht so schwierig, einen Treffer zu erlangen in den einzelnen Branchen und zwar in den entsprechenden Aktien, die dann dieser besser zugeordneten Branchen
weit oben steht und halt für Long Trades vielleicht dann sich anbieten im Gegensatz zu schwächeren Aktien, die trotzdem dieser Branche angehören. Also diese Transparenz, wenn ich wollte mal herstellen. Und eure Aktie natürlich unter der Taucherbrille ist auch klar. Schreibt sie rein bei den Fragen. Das könnt ihr auch jetzt schon machen. Das ist kein Thema. Dann habe ich die schon. Wenn jeder ein oder zwei Aktien, also einer wäre okay. Wenn er zwei reinschreibt, auch, ob ich die dann von der Zeit her, wir sind eine Stunde zusammen, schaffen wir. Das werden wir dann schon anschauen. Wie geht das prinzipiell? Also wer jetzt noch nicht dabei war, das erste Webinar ist ja immer das Webinar, was die Strategie erklärt im Jahr. Also im Januar. Und da geht das wesentlich mehr in die Tiefe. Hier der Grundansatz. Index anschauen, Auswahl treffen. Welche sind denn die besten? Das werdet ihr gleich sehen, wie ich das mit dem Agena Trader mache. Das Timing dazu. Wie kriege ich das Timing hin? Und wie schätze ich den Markt denn ein, dass ich halt sage, okay, so groß ist mein Depotrisiko des Rückschlags zum Beispiel oder wie ist meine Positionsrisiko? Ja, gehe ich eher mit einer höheren Position rein oder nehme ich nur die Hälfte dieser Position? Das ist auf jeden Fall eine wichtige Grunderkenntnis, die ich immer machen muss und quasi wie so eine Art Marktklima. Wenn ich mich für einen Markt entschieden habe, dann sage ich, okay, welche Branche will ich denn jetzt eigentlich nehmen und welche ist natürlich die beste Branche für Long oder welche ist eigentlich die Branche, die gar nicht läuft? Welche sollte ich meiden oder welche Short Trades sollte ich eventuell in einer Branche nehmen, die halt schwächer ist als die anderen. Genau dann treffe ich eine Auswahl, welche Branche und auch das Timing spielt hier wieder eine Rolle, bevor ich dann im letzten Schritt zu einer Aktie komme oder mehrere Aktien, die ich dann, wenn der Trade aktuell ist, sofort handle oder wenn noch ein paar Tage fehlen, eventuell dort einzusteigen, in eine Watchlist packe. Das ist so mal ganz grob dieses Grundprinzip, was eigentlich immer wieder das Gleiche ist. Ja, wenn man den Agena Trader benutzt, dann hat man da eigentlich eine gute Unterstützung. Für diejenigen, die noch nicht ein Konto bei FX Flat haben, die können sogar eine gratis Coaching-Stunde von mir bekommen, wenn sie ein Konto über mich eröffnen. Dazu müsst ihr auf die Homepage gehen bei mir, tradercoach.de und dann auf die entsprechenden Leistungen klicken und dann kommt ihr auf Services. Und dort habt ihr dann die Möglichkeit, ein Live-Konto über mich zu eröffnen. Ich kriege dann dadurch Kenntnis und am besten schreibt ihr mich vorher noch an. Die E-Mail-Adresse kommt noch. Und dann vereinbaren wir einen Coaching-Stundentermin, den ich via Zoom, also live mit euch 1:1 mache. Wenn ihr ein Agena Trader Produkt kaufen wollt, dann könnt ihr mich natürlich auch vorher bitte anschreiben. Auch dort bekommt ihr eine Coaching-Stunde gratis. Einfach vorher melden unter cb@tradercoach.de. Da könnt ihr mir natürlich auch Fragen zu der Strategie stellen oder sonstige Anmerkungen, gar kein Problem. Und ihr könnt natürlich auch auf meiner Homepage vorbeischauen. Okay, und schon fangen wir an mit dem Agena Trader. Mal gucken, auf welchem Bildschirm ich den habe. So, da kommt er. So wie ihr den jetzt seht, so benutze ich den auch. Also ich habe zwar drei Bildschirme, aber ich nutze nur einen. Und wer mit dem Laptop unterwegs ist, der kann natürlich auch einen zusätzlichen Bildschirm mitschleppen. Aber in der Regel, wenn ich hier End of Day unterwegs bin, also im Tageschart, da brauche ich im Endeffekt nur einen Bildschirm. Ja. Ich weiß, manch einer mag den Chart lieber nur mit irgendwelchen Charts drin. Aber hier ist halt ein Screener mit eingebaut. Ja. Und der Vorteil dabei, es gibt ja auch Screener, die sind kostenlos, wie bei Finvis und so, aber da kann man halt nicht seine eigenen Signale zusammenstellen. Und das ist halt ein großer Pluspunkt für den Agena Trader, der von alleine, von der Software her, einen natürlich nicht reich macht, sondern im Endeffekt reich macht, was die Zeitersparnis anbelangt. Denn sonst müsste man sich das mit externen Tools oder mit Excel-Berechnungen bis zu seinem eigenen Signal zusammenstellen, eventuell programmieren. Und das kann ich hier halt mit einem Agena Trader. Ich muss da nicht programmieren, sondern ich kann mir per Drag and Drop Signale zusammenstellen. Das mal ganz kurz. Und das, was ihr hier seht, ist nicht der Agena Trader in seiner Rohversion, sondern das ist das Perlentaucher Tool, was ihr natürlich auch erwerben könnt, auch mit einem Coaching zusammen. Dazu einfach mal auf meine Homepage gehen, da kann man da mehr zu lernen.
lesen, lernen natürlich auch. Und der Vorteil ist einfach, dass ihr links ein Screening habt und rechts den Chart und relativ schnell entscheiden könnt. Und wenn wir einen Blick auf die Märkte werfen, dann habe ich immer gleich so eine schöne Sortierung anhand dieser Werte hier. Das ist bei mir die Trenddynamik. Und die kann ich hier sortieren und die starken Werte stehen oben und die schwachen eher unten. Das heißt, vom Grundprinzip bin ich hier oben eher long und hier unten eher short. Auf der linken Seite von diesem Scanner, nur mal kurz erklärt, befinden sich alle Long-Signale und auf der rechten Seite alle Short-Signale. Ja? Und generell handle ich nur Werte oder Indizes, die sich als Outperformer darstellen. Das heißt, im Vergleich Benchmark, DAX zum Beispiel, mit der Welt, ja, ein Weltindex, ein Welt-ETF gekauft, der würde mir eine Menge Zeit sparen, weil dann brauche ich ja gar keine einzelnen Aktien raussuchen. Dann kann sage ich nicht, ich nehme den Welt-ETF und dann bin ich so im Durchschnitt mit unterwegs. Wenn das Börsenklima positiv ist, dann werde ich da eine bessere Rendite haben, auf, als jedenfalls als auf dem Sparbuch, ja, wenn es überhaupt da noch was gibt, oder Minuszinsen. Aber ich will ja besser sein. Das heißt, mein Tool zeigt mir an, wenn hier eine grüne Lampe aufleuchtet, dass diese Werte oder diese Indizes Outperformer sind zu dem normalen Welt-ETF, der hier in der Mitte steht. Ja, hier seht ihr den Welt-ETF. Öl ist in dem Fall ganz oben, würde für mich bedeuten, hey, schaut euch mal die Ölaktien an, dort kann man das handeln. Man kann natürlich auch ein Öl-Future handeln, wer das möchte. Ich selbst handle keine Futures, sondern die Aktien. Wäre jetzt die Bedeutung Öl, also normale als USO-ETF hier oder als Brent, als Future, daran kann man sehen, okay, wie der Markt ist. So, schauen wir uns das doch mal an. Und zwar einfach mal Brent Öl. Ich scroll das hier mal ein bisschen zusammen. Ich hatte mir hier auch einen Alarm reingelegt. Ich glaube, das war beim letzten Webinar. Da sieht man noch die Linien, die ich eingezeichnet hatte beim letzten Mal, was ich erwarte und was ich gerne hätte. Das hat sich hier in einem Tag im Endeffekt schon erledigt, dass der Markt hier an diese Unterstützung des hohen Volumens, was ich ja immer mir anschaue, ja, hohes Volumen da unten, bedeutet im Endeffekt hier diese Linie, die ich einzeichne, und der Markt kam an einem Tag hier gleich zurück und hat dann wieder gedreht und ist dann durchgestartet. Das heißt, hier unten wäre im Endeffekt leider nicht über mehrere Tage hinweg diese Korrektur, sondern relativ schnell und zügig, mir dann die Möglichkeit eröffnet, nach Ölaktien zu suchen. Ihr seht hier heute, ist der Markt günstiger, ja, zu haben. Und was erwarte ich? Wo schaue ich hin? Natürlich schaue ich auf eine gewisse Widerstandsbereiche. Und man sieht hier oben ist ein Widerstand, der auf Wochenbasis basiert. Der scheint recht massiv zu sein. Wir sehen eine größere Zone hier oben. Und wenn ich mir das hier nochmal genau anschaue, dann sind wir zwar hier noch auf einem ganz klaren Long-Bereich unterwegs, aber hier gibt es für mich momentan kein Kaufsignal, sondern ich erwarte, und das ist für mein Szenario, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Markt kommt hier runter bis an den 20er und bildet dort eine positive Kerze. Also eine positive Kerze, würde ich jetzt mal sagen, wäre dann so eine Art Umkehrstab. Ja. Oder halt eine Art Powerbar, das heißt, der hier relativ groß und fein weiße Kerze heißt positive Kerze, bei euch wahrscheinlich eher grün, die negativen rot, bei mir sind die negativen schwarz. So etwas in dieser Zone hier unten aus. Ja. Das wäre die erste Möglichkeit. Nimmt er den 20er und fällt da drunter, dann haben wir ja nicht umsonst hier unsere Volumenunterstützung. Das bedeutet, der Markt kann weiter bis hier runter gehen, was eine etwas schwächere Position wäre, weil wir dann unterm 20er SMA sind. Was immer bedeuten und eine Gefährdung ist im Endeffekt, dass so ein Trend wieder brechen kann. Und wie ihr das aus der Vergangenheit natürlich kennt, dass an bestimmten Hochs passiert. So. Und hier oben haben wir ja diesen Wochenwiderstand. Das heißt, wenn hier die Korrektur kommt, wenn es Markttechniker so nennen möchten, das ist mir eigentlich egal, ob ein Trend da ist oder nicht. Aber wenn der Markt hier weiter runter korrigiert, könnte er hier unten aufgefangen werden. Und was ich dann wieder in dieser Zone sehen möchte,
wäre eine Kerze, natürlich dasselbe wie da, entweder ein Umkehrstab oder ein Powerbar. Das ist immer das gleiche Spiel. Also wenn ich Bereiche jetzt hier benenne, wo das hingeht, dann warte ich auf eine positive Bestätigung, auf eine Tageskerze. Manchmal sind die Märkte so schnell, dass es Riesenkerzen gibt. Ihr seht doch beim Öl, es ist sehr volatil. Dann habt ihr natürlich manchmal keine Chance reinzukommen, aber so ist die Realität. Ja? Und da ich nie auf Limit-Orders kaufe, sondern immer mit Stop-Limit-Orders, kann es auch mal sein, dass der Markt mich überläuft. Aber da muss ich halt einfach warten. Ja? Die perfekte Lösung gibt es dafür einfach nicht. Ich halte mich an meine Strategie und das ist halt das Wichtige. Schaue ich mir mal die Volumensituation an dem Hoch hier, was das Öl hat, an diesem Wochenhoch. Ja? Dann sehe ich doch hier, dass hier unten ein erhöhtes Volumen, also über dem Durchschnitt liegt. Und zwar bei diesen Kerzen hier. Und ihr seht, ne, bei diesen Kerzen, die Hochs, da war das Volumen erhöht. Dort hat der Markt kurz mal drüber gepiekt und ist dann im Endeffekt immer in diesem Bereich drunter geschlossen. Und heute wird er abverkauft. Wenn jetzt eine etwas bessere Korrektur kommt, wäre hier die erste Etage, wo man halt versuchen könnte, kurzfristig reinzukommen. Und dann hier wieder einen Teil zu verkaufen. Und wenn er weiter runter geht, dann ist das Potenzial noch höher. Wir müssen natürlich dann aufpassen, weil der 20er wird sich ungefähr so bewegen. Und was dann passieren kann, das wisst ihr auch, jetzt hier ja nichts Neues. Der Markt geht dann halt, falsche Abteilung, klickt nach oben und hat hier seinen ersten Anlaufpunkt. Und wenn er da nicht drüber kommt, dann ist das relativ schwierig. Und das könnte dann halt eine Bewegung weiterhin wieder zu diesem volumenträchtigen Bereich kommen. Ja, wir haben ja eine Wochenunterstützung auch. Das kann hier auf jeden Fall ein schöner Wiedereinstieg sein. Das bleibt abzuwarten. Für mich keine Maßnahme. Der Markt ist long. In Long-Märkten gehe ich fast gar nicht short, weil da müsste ich ja so eine Korrektur wegnehmen. Und ihr seht, wie gefährlich das ist, wenn man hier versucht, Korrekturen zu handeln. Die werden meistens relativ schnell wieder aufgekauft. Ja? Also das zum Öl. Spannend, der Russell 2000, das ist in dem Fall auch ein ETF, den ich da habe. Klicken wir mal an. Auch der ist Outperformer im Verhältnis zum Welt-ETF. Und man sieht, der Russell hat ja, die Zeit wird ihr wahrscheinlich noch kennen, wenn ihr Webinare, wo ich immer vom Russell gesprochen habe, war ja lange, lange weg. Ja, von dieser Outperformance, wenn ich diesen Indikator jetzt mal hinzuschalte, Outperformance, das ist hier mit OP zu machen, dann seht ihr immer die grünen, hellgrünen Kerzen, die mir zeigen, dass er outperformt. Bei der letzten kann das noch nicht angezeigt werden, weil der Markt ja noch läuft und deshalb habe ich dort noch kein Signal, was dann wieder in grüne Farbe umgemünzt wird. Das bedeutet, dass ich jetzt der Markt aus einer Seitwärtsphase und einer Underperformance, also rot heißt in dem Fall Underperformance, hier würde ich halt nach dem normalen Perlentaucher 1 System nicht long gehen, sondern nur in Grünphasen long gehen. Ja? Also der Markt filtert das hier sehr gut raus und ihr seht mal, was das bedeutet, wenn so eine Umschaltung von Underperformance auf Outperformance erfolgt und ihr seht, dass der Markt dann eine gute Voraussetzung hat, dort eine Strategie zu implementieren. Ja, welche Form auch immer. Meine, das sind ja nur Einstiege, die ich halt mache. So, das hat eben Russell dazu gebracht, weiter nach oben zu tendieren und auf Platz 3 zu stehen. Ich habe ja noch nie ganz sortiert. Ich sehe, Silber steht eigentlich noch drüber. Hat mich ein bisschen falsch sortiert oder es hat sich gerade bewegt, getickt irgendwie. Aber er steht ziemlich weit oben. Jetzt korrigiert er. Das macht ihn ziemlich interessant. Wo kann er hin korrigieren? Schauen wir aufs Volumen. Ja, da haben wir ein extrem hohes Volumen und hier haben wir ein extrem hohes Volumen. Und wenn ich mir das anschaue, wo das sitzt, welche Kerzen das sind, dann sehe ich hier eben jetzt mal einen Top. So, und dann da unten nochmal eine Schwankungsbreite, ein Tief. Das heißt, wir haben diese Range. Ja, war kurz drüber, ist wieder drin und jetzt verliert er wieder. Und was ich erwarte, ist entweder, das ist dasselbe wie beim Öl, stoppt der hier mit einer positiven Kerze und die zweite Etage wäre im Endeffekt hier unten, wo er schon mal eine Umkehr gemacht hat. Auch hier hat er schon mal drauf reagiert. Ja, also hier.
Diese beiden Szenarien gibt es und wenn der eine positive Kerze ausbringt, dann würde ich dann die Russell 2000, sag ich mal, Index scannen auf Aktien. So, Silber. Auch witzig. Da waren wir hier unterwegs. Da war das sehr, sehr underperformer. Silber hat sich geändert. Silber, wie ihr selber seht, ist jetzt grün und Silber war lange, lange rot. Ja? Also underperformer. Was wir hier oben sehen beim Silber ist der SMA 200. Das ist auch ein ETF, also Silber, wo Silber im Endeffekt fast wie der Future dargestellt wird. Ich mag das halt lieber, weil dort die Retail-Kunden im Endeffekt mehr unterwegs sind als beim Future, wo mehr die Professionellen unterwegs sind. Man sieht, wie hier das Volumen an so einem Tief zugenommen hat, hier unten, und der Markt dann zügig nach oben gegangen ist und jetzt schon eine ganze Weile über diesen Durchschnitt des Volumens notiert. Und ihr seht, es sind gar nicht so viele Tage, wo das Volumen diese Höhe erreicht. Wir sehen hier oben an diesem Stab war das Volumen auch sehr hoch. Und wenn ich den Blick nach links retrograd schaue, dann sehe ich das hier, diese Kerze. Das war auch ein Hoch und der Markt reagiert an diesem Hoch, und zwar bei dem Kurs bei 23 Dollar. Eine runde Marke und nochmal ein vorheriges Hoch. Jetzt könnten wir so einen Doppeltop haben, was immer das sein mag. Aber wichtig für mich ist im Moment, der Silbermarkt ist outperformed. Und wir sehen das hier mit einer starken Volatilität. Und was auffällt, ich hatte ja auch bei diesem Webinar eingezeichnet, dieses Down Gap, ja, also zwischen, wer sich da nicht auskennt, wenn Kurse nicht 24 Stunden laufen wie bei Forex, sondern ein Aktienmarkt nur 8 Stunden oder 6 Stunden am Tag, dann werden natürlich auch eventuell in der Nacht, wenn der Markt nicht offen ist, Orders aufgegeben und dann entsteht eine Kurslücke aufgrund der starken Nachfrage, wo die Börse nicht geöffnet war. Ja. Und dann haben wir hier so eine Kurslücke von ein paar Prozent. Das ist jetzt mal so rot eingezeichnet. Und das war so ein Widerstand, wo ich sage, da muss er erstmal durchgehen. Und ihr seht, hier haben wir angefangen, gesagt, okay, der kann bis da oben hin laufen. Dann würde ich einen Teil verkaufen und den Rest behalten, falls er durchgeht. Ja, das wäre jetzt gut aufgegangen. Die andere Variante wäre, er kommt bis zum 20er zurück oder fällt sogar bis runter, darunter. So. Dann sieht man auch im Gap-Bereich, er läuft diese obere Phase an, korrigiert, macht einen Umkehrstab und das innerhalb des unteren Bereiches dieses Gaps, was auch wieder eine Möglichkeit gewesen wäre, ja, in den Long-Bereich zu handeln. Ja, ob ihr die Kurse dann bekommen hättet, schwierig, wenn Silber so gegappt hat, ob die Aktien nicht auch so eine Gaps hinlegen, ist wahrscheinlich. Also, dass man dann manchmal gar nicht hineinkommt in den Markt, das passiert natürlich auch. So, jetzt haben wir diesen starken Anstieg und jetzt kommt die Korrektur und zwar wieder in diesen Unterstützungsbereich. Also es war vorher Widerstand, wird jetzt Unterstützung. Der Markt reagiert ein bisschen hier mit einem Umkehrstab und das Volumen ist hier nicht stark. Das finde ich eigentlich schade eigentlich. Ist ein bisschen erhöht, aber nicht über dem Durchschnitt. Also von daher eigentlich neutral. Was erwarte ich oder was würde ich gut finden, wenn der Markt noch mal ein Stück korrigiert? An das Gap letztendlich ran und wir sehen ja hier, das mal beiseite schiebe, wir haben ein Aufwärtsgap, da habe ich ja eben von gesprochen und auch dieses Aufwärtsgap ist bei erhöhtem Volumen erzielt worden und das bedeutet, hier ist eine schöne Unterstützung. Da gibt es auch statistische Auswertungen zu und wenn der Markt hier unten ranläuft und eine positive Kerze ausbildet, dann haben wir doch eine gute Möglichkeit, hier unten in diesem Bereich, wenn der Markt etwas runterkommt, nach Aktien zu screenen, die Silber als ihr Geschäft haben. Ja, um dann wieder bis hier, oh, falsche Taste, sorry, dann wieder bis oben ranzulaufen und in der Zone dann mit der entsprechenden Aktie, wenn man die hat, da muss man sich den Chart natürlich angucken und auch mit dem Silber-ETF vergleichen. Dort den ersten Teilverkauf zu machen, ob sie dann durchgeht, ja, weil hier der 200er ist, der Markt reagiert doch schon auf den 200er Durchschnitt. Das kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Da muss man dann erhöhte Vorsicht walten lassen. Aber Silber halte ich jetzt gar nicht für so schlecht, zumal sie outperformt im Gegensatz zu vielen anderen Märkten. So, dann haben wir auf Platz 4 im Endeffekt den
S&P 500. Auch spannend, dass der eine ganze Zeit lang Outperformer war. Und wenn keine Farbe, also nicht grün oder rot da ist, dann ist das wie bei einer Ampel im Endeffekt so eine Gelbphase. Also da muss ich jetzt nicht was machen. Wenn es grün ist, ist schön. Und wenn rot ist, dann ist er halt Underperformer. Und das ist halt eher negativ zu sehen für eine normale, wenn man so trendbasierte Strategie zum Beispiel. Ja. So, man sieht auch hier, wie wir beim letzten Webinar, was ich hatte, ich glaube, das war auch in diesem Bereich, wo ich gesagt habe, der kommt nochmal zurück und wenn er hier eine positive Kerze ausbildet, dann ist er auch Underperformer und er müsste dann drüber notieren und das hat er gemacht auf neutral, um dann wieder irgendwann in den outperformenden Bereich zu kommen. Da ist er jetzt, aber er ist so schnell angestiegen, dass man, wenn man hier auf eine Korrektur wartet, gar nicht reingekommen ist. Die Strategie, wie ich dann so eine Märkte handle, das ist das sogenannte, meine Coaches kennen das, das P3-Signal. Das bedeutet eine Ausverkaufssituation auf so einen Volumenbasen. Und wenn sich der Markt dann dementsprechend wieder positiv darstellt, kann man mit kleineren Positionen versuchen, hier unten das Ding abzufischen. Man sieht das an diesen grünen Pfeilen. Ja, das sind kurzfristige Trades, wo man halt weiß, okay, ich screene dann nach Aktien. Wenn der Markt in den Bereich des 20ers kommt, ist ein Teilverkauf fällig, weil ich halt nicht weiß, ob der Markt weiterläuft. Eine Restposition wird dann drin gelassen. Da hätte man das Ding vielleicht erwischen können. Ich habe es nicht erwischt. Bin auch nicht immer an den Märkten aktiv. Das ging so schnell. Also von daher ist die Situation, so wie sie jetzt ist, relativ stark überkauft, würde ich sagen, jetzt ohne dass ich jetzt dafür einen Indikator benutze. Aber man sieht hier das letzte Hoch, ja, und dann lief er in den Bereich rein und hat gestern einen Umkehrstab nicht mal bei extrem erhöhtem Volumen, sondern mit durchschnittlichem Volumen, also völlig neutral gebildet. Und jetzt muss er das erstmal abarbeiten. Für mich reicht das noch nicht aus. Ich möchte etwas mehr sehen. Und die nächste Korrekturzone, die sehe ich eher. Und ohne das Grund des hohen Volumens sehe ich eher hier. Ne, da ist es ein bisschen erhöht in dem Bereich. Wenn ich dort eine Linie einbringe fürs Volumen, dann könnte das sein, wenn er wird ein paar Tage vielleicht brauchen. Vielleicht geht er auch weiter drüber, dann bin ich nicht dabei. Das ist aber auch nicht so schlimm, weil ich will ja günstiger einsteigen. Und dann erwarte ich, dass der Markt hier zurückkommt. Und der 20er kommt hinzu und dann haben wir hier so einen kumulativen Bereich. Und wenn es dann wieder, und das erzähle ich euch auch nichts Neues, eine starke Kerze oder eine Umkehrkerze gibt, dann in diesem Bereich anfangen zu screenen nach Aktien oder die entsprechende Branche suchen. Und deswegen ist es relativ einfach, wenn ich sehr viel Stress habe, wenn ich sehr wenig Zeit habe, dann mache ich kurzen Blick auf die Indizes und dann weiß ich ja hier, dass ich gar nicht kaufen muss. Ich brauche gar nicht screenen, weil die Aktien werden auch auf Tagesbasis nicht viel anders aussehen. Und wenn am Gesamtmarkt die Korrektur einsetzt, dann werden sich weniger Aktien dem entgegenstellen können. Ja. So, da ist nochmal ein Russell, das ist eine andere Version. Das zeigt aber das gleiche Bild, dass er halt sehr, sehr, sehr lange seitwärts war. Und jetzt im Endeffekt anfängt, ein Outperformance-Szenario darzustellen. Aber wenn ich mir das anschaue, wie viele Hochs hier abverkauft wurden, da muss ich jetzt nicht dabei sein. Also da wird kräftig Kasse gemacht. Man sieht ja auch den Anstieg, der war ja fulminant. Und dass hier oben dann so eine Seitwärtsphase entsteht, ja, die kann ich auch handeln. Und ich weiß von vielen Kollegen, die von dieser Phase hier profitiert haben und gesagt haben, das geht immer so weiter. Nein. Ihr seht, der Markt verändert sich auch. Und dafür braucht man halt eine Strategie, um dann versuchen, diese Tiefs abzufischen, die ich auch nicht weiß. Ich kriege einen Hinweis von meinem System anhand der grünen Pfeile. Und dann weiß ich aber auch, wo ich dann wieder rausgehe aus dem Markt, weil es einfach zu heikel ist. Ja? Und die Situation ist ja auch eine andere, wie wir sie davor erlebt haben. Also der Markt ist seitwärts und ich habe im Russell im Moment nichts zu tun. Der muss hier wieder zurückkommen. Und er ist nicht mehr Outperformer, ja, dieser ETF. Und das sind wahrscheinlich, jetzt muss man gucken, ob es der Value ist, traded, der Russell,
Der normale Russell, der Value ist etwas besser, also mit den kleineren Werten. Brauche ich jetzt nichts zu machen, da bin ich raus. So, Nasdaq ist auch gar nicht weit oben. Ja, also schauen wir uns mal Nasdaq an. Ist auf 1,02, das ist jetzt, sagen wir mal, nicht so großer Unterschied zu der 1,03. Starker Wert, der sieht auch aus wie der S&P 500. Und ihr seht ja dasselbe Verhalten, ne? Also der Markt hier unten bei starken Volumina abverkauft, dann kam hier diese Reaktion an dem Volumen hoch und der Markt ist dann relativ zügig nach oben gezogen. Und wenn man das mal rausnimmt, dass er hier aus der Underperformance ist, was mich grundsätzlich nicht in diesen Markt treibt nach dieser P1-Strategie, sondern am Tief nach der P3-Strategie, kann ich sehen, wenn ich das rausnehme, den Underperformer, dass der Markt hier reintaucht in dieses Volumenbereich und dann stark mit einer starken Kerze schließt. Also hier hätte man eine Möglichkeit, relativ abgesichert darunter sich Aktien zu suchen, die halt das ähnliche Kursverhalten haben. Ja, mit engen Stops zu arbeiten in so einer Situation ist natürlich dann angesagt. Was ich jetzt sehe, ist ein Hoch, wo sich noch nichts abgearbeitet hat. Erstaunlich ist, dass nach diesem Umkehrstab, der in diesen extremen Hochbereich vorgedrungen ist, heute wieder am Tief erstmal schön wieder gekauft wird. So, für einen Tagesschart, der sich im Tagesschart engagiert, wäre das jetzt ein Ausbruchstrade, wo ich halt sagen würde, wenn er das macht, dann muss man hier drunter schon eine Absicherung setzen. Für mich ist es nichts. Ihr wisst, ich kaufe lieber nur aus einer Korrektur und die ist nicht da in der Tiefe. Wo sehe ich die? Ich muss gucken, wo das Volumen hoch ist. Da habe ich nur gewisse Anhaltspunkte. Das ist alles weiter hier unten. Also in dem Bereich sind die Volumina angestiegen auf Tagesbasis. Ja, ihr seht es hier unten, starker Anstieg. Und dann ist es so, dass der Markt dann wieder zurückkommen müsste, bevor ich da aktiv werde. Ja, da müsste aber immer noch Outperformer sein, das ist er gar nicht. Dann würde der 20 hinkommen und wieder hätten wir einen kumulativen Punkt. Also Nasdaq ist für mich nicht so interessant, weil heiß gelaufen brauche ich im Moment nicht. Dow wird auch nicht anders aussehen, hat seinen Hoch überschritten, bildete auch diesen Umkehrstab aus. Da sieht es ganz anders aus, ne? Also wir hatten hier eine positive Kerze. Er ist auch Outperformer. So, jetzt sieht man hier so eine richtig schöne Umkehr. Und ja, ich nehme mal an, dass er läuft bis zum Volumen. Hier ist ein starker Anstieg des Volumens. Das ist diese Kerze oder dieses. Haben wir denn dafür ein Quadrat drin? Das führt ja nicht da rein. So, wenn wir uns das anschauen, diese Kerze hier, den Abverkauf genau an der Unterstützung, was ja dann ein Widerstand wird, wenn sie durchbrochen wird. Schauen wir uns die Kerze mal an, in welchem Bereich das liegt. Hier geht es durch. Das heißt, wenn wir hier wieder zurücklaufen mit dieser Wochenunterstützung, hätten wir hier eine gute Möglichkeit, dort Aktien aus dem Bereich des Dow zu nehmen. Mag ich nicht so gerne. Ich sage ganz ehrlich, DAX und Dow, alles, wo die Großen unterwegs sind, auch bei den großen Aktien, ist schön. Das System an sich läuft aber besser mit der zweiten Garnitur. Ja. Das macht auf jeden Fall mehr Freude. Das heißt, beim Deutschen wäre es MDAX, SDAX, Russell zum Beispiel, kleine Aktien. Dort, sage ich mal, ist es wesentlich besser als für die großen Player, die ja die Kriterien gar nicht so wie die Otto-Normalverbraucher, die handeln, befolgen, sondern sich im Endeffekt die großen Orders nach bestimmten Preiszonen einfach kaufen. Ja. So, dann haben wir die große Benchmark, das ist der Welt-ETF und ihr seht, ob der macht richtig Programm. Ist in derselben Situation. Ne? Wir haben so ein Hoch überschritten. Wenn er jetzt zurückkommt und hier ein schönes Umkehrsignal bildet, dann ist der Markt auch weiter positiv. Man sieht das auch in den deutschen Markt, dass der deutsche Markt gar nicht mehr oben war. Das war eine Zeit lang anders. Vom deutschen Markt bin ich eigentlich völlig weg. Ich habe dann ein paar Investitionen zu laufen, aber es sind eher kleine Aktien, Unternehmen, die ich da habe. Aber das ist ja nicht die Perlentaucherstrategie. Beim DAX sehen wir im Endeffekt genau das Gleiche.
schalten mal Outperformer und Underperformer hinzu. Wir sehen, der ist eigentlich im neutralen Bereich und Underperformer, also so richtig sauber läuft der nicht. Wer kurzfristig unterwegs ist, kann hier sicherlich seine Trades machen. Er ist jetzt neutral. Charttechnisch ist positiv, Korrektur abwarten, aber den Markt würde ich jetzt gar nicht beobachten. Ich schaue jetzt mal drauf, weil die meisten ja auf den DAX schauen, aber den würde ich weder long noch short handeln. Ja. So, TecDAX, den mag ich besonders. Ihr seht, lange Outperformance, die er hatte und wie er immer relativ schnell vorgewarnt wurde. Ja, noch ist Outperformance der letzte Anlauf zum 20er und dann kam relativ schnell Ampel gelb und dann rot und charttechnisch wurde man auch schon vorgewarnt. Ja. So, jetzt sind wir schon wieder an dem oberen Bollinger Band angekommen, genau dort, wo das Volumen hoch war und hier macht der Markt eine Pause und da er kein Outperformer ist, brauche ich den auch nicht long anzufassen. Um ihn short zu handeln, passt mir die Chartsituation nicht. So, Gold im Gegensatz zum Silber, ziemlich weit unten, ist aber in einer interessanten Situation. Und schauen wir uns das mal genauer an. Wir haben ja gesehen, dass Gold eine lange Zeit Outperformer war, ist dann abgetaucht unter dem 200er SMA, diese rote Linie. Und man sieht, der im Kurs reagiert 1, 2, 3, 4, 5, kurz mal drüber, wieder runter, 6, 7, 8 Mal drauf. Wir sind jetzt wieder am SMA 200, der fallend ist. Also kein Markt, der unbedingt jetzt nach Long schreit, weil wir jetzt ja genau in dieser Situation sind, dass wir hier am 200er sind, wo die Leute sich erstmal austesten. So, was sehen wir noch? Wir sehen hier so ein Gap, und zwar nach unten, diese Kurslücke, die jetzt erstmal da drauf liegt. Das spricht dafür, dass man hier sich vielleicht noch einige Zeit abarbeiten wird. Diese starken Peaks zeigen, super Outperformer, Korrektur. Ja, wenn ich hier eine starke Kerze hätte, das ist alles super und ein Teilverkauf am 200er, damit man strategisch denkt. Jetzt erwarte ich Folgendes. Ich erwarte, dass der Markt dieses Gap durchbricht, dann 1, 2, 3 Tage hier oben am Bollinger Band notiert und dann zurückkommt. Und das wäre eine super Basis, um hier einzusteigen. Jetzt hier einzusteigen bedeutet im Endeffekt, wenn ich jetzt nach Goldaktien suche, dass ich ja nicht viel Möglichkeiten habe, sondern meinen ersten Teilverkauf ja dann schon kurz vor diesem Hoch machen muss und eventuell bietet dieses Gap auch einen Widerstand. Schauen wir aufs Volumen. Das ist hier erhöht, genau in dieser Kerze und das bildet sich im Endeffekt hier so ein Hoch aus, was ja nicht gehalten werden konnte und abverkauft wurde. Und hier ein Tief aus. Hier reagiert der Markt drauf. So, und ich befinde mich jetzt in der Mitte. Das heißt, ich habe das Potenzial bis hier eingeschränkt durch das Gap. Also der erste Verkauf könnte dann schon da oben sein und ob er da durchgeht, weiß ich nicht. Und dann habe ich noch dieses Wochendings drauf liegen. Lieber wäre es mir, er geht nochmal durch zum Zurück und dann habe ich nochmal vielleicht freie Bahn bis zu diesem Moment. Ich beobachte Gold auf jeden Fall und werde sehen, wie er sich weiterentwickelt. Ja, also so ein Umkehrding ist das denn. Ja. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Seitwärtsphase. Bleibt auf jeden Fall spannend. So, jetzt MDAX können wir noch mal kurz drauf schauen. Das sieht auch nicht anders aus. Muss ich da jetzt drauf springen? Nee, ist nicht der Under, ist rot. Das heißt, es ist Underperformer. Ist ans obere Bollinger Band gelaufen. Wenn der Gesamtmarkt ein bisschen anders läuft, kommt er vielleicht zurück. Dann ist er vielleicht hier interessant, wenn er Outperformer ist. Ob er das noch wird, weiß ich gar nicht. Also eine Zeit lang war er super Outperformer. Ist er aber jetzt nicht. Warum soll ich mich denn damit long beschäftigen? Hier war auch das im entsprechenden Webinar, wo ich gesagt habe, okay, er läuft eventuell bis zum 20er, dann Teilverkauf machen, wenn er weitergeht, dann eventuell laufen lassen. Aber das geht nur bei einer P3-Strategie, die wir hier aber nicht besprechen, weil die im Endeffekt ganz andere Voraussetzungen hat. Also das werde ich nicht long handeln, da müsste das erstmal grün werden. Deswegen die Märkte da oben. So, der Roland, hallo Roland, ich grüße dich, hat gesagt, er möchte gerne
mal eine Amazon anschauen. Machen wir gleich. Wir gucken mal kurz auf die Branchen und Trends in Amerika. So, und ich habe ja die normalen Branchen, die klassischen und Trends, die gerade so laufen oder gelaufen sind, so wie Gaming oder Cannabis oder sowas, einfach mal mit reingenommen. Und dann ist es mal spannend. Es war eine ganze Zeit lang oben Cloud zum Beispiel und was hatten wir noch? Blockchain. Cloud liegt jetzt hier unten im Mittelbereich. Wir sehen es, okay, hat auch ja, vom Chart her Aufbau super. Blockchain auch sagen wir mal, am Top, sage ich mal, gescheitert. Aber da ist noch ein anderer Blockchain ETF, der andere Werte drin hat mit drin. Sieht noch gut aus. Ja, aber die ganzen klassischen Player sind jetzt hier Öl, Gas, Energy. Da ist natürlich immer noch Öl- und Gasaktien mit drin. Oil Equipment, die findet man dort auch. Und Regionalbanken. Ja, und das ist im Gegensatz zu den sauberen Energien, die man jetzt auch sieht, die sind stark gelaufen. Wären das diese Bereiche, die ich auf jeden Fall fokussieren würde. Gleichzeitig noch zu dem Silber, Roland. Öl war ja klar, auch bei dem Future in der Branche genauso. So, was ich spannend finde, wo war es denn? Regionalbanken, lass es anschauen. Haben wir da einen Widerstand oder eine Unterstützung? So, relativ stark angestiegen. Gucken wir mal das Volumen an. Hier haben wir so ein wahnsinniges Volumen an dem Tag. Tja, da muss ich mal ein bisschen nach oben ziehen, damit ich die Skalierung verändere. Da sehen wir hier an dem Tag ein hohes Volumen. Das ist diese Kerze hier oben. Da. So, wenn der Markt jetzt zurückkommt, er korrigiert ja seit 3 Tagen, auch mit einem kleinen Gap, und kommt in diesen Bereich zurück, dann haben wir einen kumulativen Punkt, nämlich den 20er SMA. Und das hohe Volumen an diesem Tag, was uns eine gute Unterstützung bringen könnte. Ja, genauso haben wir hier oben, das ist auch nochmal ein starkes Volumen im Verhältnis zu dem Bar. Natürlich wird es nach unten skaliert, aber es ist ziemlich weit oben, was das Normalvolumen über dem Durchschnitt anbelangt. Ja, wir sehen, das ist die Kerze einmal davon betroffen, das hier und die schwarze. Da unten und da. Das deckt sich wieder mit diesem Bereich. Also wenn der Markt zurückkommt, heute stark verkauft, hier am nächsten Tag dann vielleicht eine starke Kerze macht, einfach mal die Regionalbanken screenen und im Auge behalten. Das werde ich tun, um dann, wenn eine positive Kerze kommt, wenn es durchbricht, kann es durchaus nochmal runtergehen bis zum 20er oder bis zu diesem Volumen. Dann das zu handeln bis da oben ran ungefähr, Teilverkauf machen, ob er durchgeht, weiß ich nicht, das kennt ihr, ist auch nichts Neues. Und das gleiche Verhalten dann auch hier wieder zu haben. Also das beobachte ich auf jeden Fall, will aber erstmal wie immer stärker im Markt sehen, das heißt eine Umkehr, um dann die Märkte zu screenen. Finde ich halt relativ schön. Saubere Energien ist auch natürlich klar, man sieht, war mal ein absoluter Hype. Ist dann super wieder schön zurückgekommen und ist jetzt über den 200er gegangen und diese Wochenwiderstände finde ich auch eine klasse Situation, weil wenn wir uns das Volumen mal anschauen, da unten sind die Hochs, ist einmal da, ich markiere es mal, können wir das so orange anzeigen lassen, wenn es ein bisschen mehr ist, wenn es auffällt, aber das ist nichts extrem Auffälliges. So, da haben wir einmal das. Dann haben wir diese Kerze, die ist extrem hoch. Wenn wir die nehmen als Unterstützungsbereich, dann haben wir die am 200er. So. Und das ist auch extrem nach oben gegangen, das Volumen. So, und das sind im Endeffekt die Zonen, die hier so signifikant sind. Und was ich jetzt sehen möchte, ist, natürlich kaufe ich nicht am Hoch, ich screene, wenn der Markt jetzt hier runterkommt und in einer diesen Bereichen eine positive Kerze ausbildet. Ja. Und über dem 200er bleibt. Das ist nochmal auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Wie werden sich die Durchschnitte verhalten? Das ist ja auch, der 200er wird hier so langsam gehen und der 20er zieht vielleicht noch nach. Und dann haben wir
diese Zone einen kumulativen Punkt und dann könnte man ja doch auf saubere Energien setzen. Zu schauen, was da drin sind, welche Aktien da drin sind, macht dann Sinn. Und dann haben wir genug Potenzial, um, sage ich mal, auch diese rein fundamental gute Branche zu reiten. Also das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten, behalte ich im Auge und packe es mir in die Watchlist und zwar US-Woche. Da bleibt sie einfach mal drin, damit ich sie in der Woche beobachte. Ja, mit Rot gemarkt, da ist jetzt die Sache drin. Okay, zwei Sachen, die ich halt Regionalbanken schaue und saubere Energien. Und ich brauche ja nicht mehr als zwei, drei Aktien, zwei pro ja, Branche, um dann tätig zu werden. So, jetzt der Roland Silbermin. Ja, wie mache ich das mit Silbermin? Ich gehe auf den Screener, gebe auf statische Listen, neu laden, gehe dann auf Rohstoffe und gehe auf Silberaktien. So, das sind nicht viele, es sind auch nicht viele handelbar. Laden die Kurse rein, schaue ich mir an, ob dort eine Korrektur vorliegt. So, sortiere das mal schnell, damit ich ja nicht so eine Pleite-Kandidat kaufe. Ja, die Endeavor ist immer mit da und wir sehen hier die B2Gold Corporation. Ja, die B2Gold Corporation macht aber auch Silber, deswegen ist sie, glaube ich, auch da drin. Dann haben wir die SLL Standard Lithium. Die sieht vom Chart her, sag ich mal, nicht so interessant aus. Da muss ich, glaube ich, mal das Symbol ändern. Und die First Majestic Silver Group. So. Grün leuchtet für Outperformer, das ist ja auch nicht neu. Und die anderen, das sind hier die Indizes. Ja, und die Indizes. Und deshalb sind alle Werte Outperformer. Das ist schon mal nicht verwunderlich, weil ja der Index oder der ETF ja auch outperformt. Aber es gibt auch bei mehr Aktien da drin sind, auch Aktien, die schlechter performen und die sollte man natürlich auch nicht kaufen. So, schaue ich hier drin, dann kriege ich keine Korrektur angezeigt. Das heißt, alle laufen relativ straight. Ich sehe einen Umkehrstab bei der SVM. Das war gestern. Der hier, heute tickt ja noch, der ist aber nicht an der Stelle, wo er mich besonders interessiert. Ich will ja eine Korrektur sehen. Hier rechts am Rand sehe ich die Monatsperformance der letzten 20 Handelstage und dann sieht man schon, warum manche einfach oben sind und manche nicht. Ich werde natürlich nicht jetzt eine nehmen hier für 6%, wo ich weiß, ja, okay, die macht 6% im Monat, sondern ich versuche eine zu nehmen. Die hier gar nicht, weil die jetzt charttechnisch nicht richtig angezeigt. Entweder die Endeavor. Machen wir mal ein bisschen zusammen, was da passiert gerade. Okay. Oder die B2Gold. So. Und wenn wir uns das Volumen anschauen, das machen wir immer ganz schnell mal, haben wir bei der Endeavor hier am 13. und 14. Oktober extrem hohes Volumen. Das sind diese beiden Kerzen mit den Hochs. So. Das ist doch eine super Basis, wenn Dings wieder zurückkommt, Silber etwas, wir in diesem Bereich zurückkommen. Ja, hier haben wir noch ein Gap und hier haben wir auch noch ein kleines Gap. Also könnte hier mal so ein Zwischenstopp stattfinden zwischen diesen Gaps, Aufwärtsgaps. Ja, die könnten eine Basis bilden. Wie weit der runter geht, weiß ich nicht, aber das sieht man ja dann auch, wie der Kurs sich verhält anhand der Kerze. Also warten wir auf eine Umkehr, eine Korrektur, eine Umkehr und handeln das dann bis da oben ran. Ja, verkaufen würde ich wahrscheinlich, wenn ich hier unten einsteigen würde, einen Teil der Position, wenn sie ja, davor irgendwie ranläuft, dann da haben wir auch dieses Gap an diesen Hochs. Ne? Kein Wunder, weil viele, die da oben ihre Stops gelegt haben, wurden dann überlaufen bei diesem Gap. Und ob das eine feste Unterstützung ist, werden wir schon relativ bald sehen. Ne? So, da ist der 200er eingeblendet und schwupps sehen wir, der Markt reagiert da. Deshalb würde ich da oben jetzt auch nicht kaufen. Klar kann er durchgehen, aber man kann auch hin und her gereicht werden. Das wäre jetzt mal so die Strategie für die B2Gold. Und wenn sie es nicht macht, dann brauche ich sie auch nicht handeln. Dann habe ich sie vielleicht nicht, darf ich aber auch nicht weinen. Bei der Endeavor sieht es ein bisschen schlechter aus, weil die läuft nämlich an dem 20er ran. Also würde ich eher die andere nehmen. Ja, da wäre es dann aufgrund des positiven Silbers, was wir herausgearbeitet haben,
eher die Strategie, dass das Ding auch wieder zurückkommt. Der 20er kommt hinterher. Und wir versuchen hier in diesem Bereich dann einen Einstieg zu finden und einen Teilverkauf dann vor dem 200er zu machen. Wir wollen ja nicht durchgereicht werden. Und wenn sie durchgeht, lassen wir eine Restposition offen, wiederhole mich da, um dann eventuell von der Performance zu profitieren oder halt dann rausgestoppt zu werden oder die Position aufzulösen, je nachdem. So, das zum, wir sehen auch hier wieder, das ist immer spannend, erhöhtes Volumen an dem Hoch, der Markt arbeitet sich ja ab, kleiner Ausbruch und wird wahrscheinlich dann wieder hier unten runterkommen. So, wenn er es nicht macht, dann machen wir halt Folgendes, wir lassen den Ausbruch über den 200er gehen, das ist dann super und wenn er dann zurückkommt, dann haben wir natürlich hier die beste Möglichkeit in dieser Zone dann zu profitieren, weil da haben wir wirklich eine große Range. Ja, das ist eigentlich zu präferieren, kommt bei mir auf die Watchlist, genauso wie das B2. Wie gesagt, alles auf eigenes Risiko. Ne? So, das haben wir. So, jetzt kommen wir zu euren Aktien, die ihr gerne hier reinstellen könnt und jetzt in die Fragen reinstellen. Ich überlege mal, wo ich die jetzt analysiere. Ich füge sie mal hier hinzu. AMZN, Amazon. So, da ist Amazon, ich sehe auf der Zahl 1 liegt sie irgendwie im Durchschnitt. Also wäre jetzt keine Aktie, die auf Outperformance hindeutet. Ich habe gar nicht mal auf den Chart geschaut. Das machen wir jetzt gerade. Und da sehen wir, der Chart sieht sehr gestaucht aus. Jetzt würden wieder Leute anfangen zu sagen, okay, das wird hier ein symmetrisches Dreieck oder auch nicht. Also es läuft irgendwie so zu. Ja, toll. Ist über dem 200er. Jetzt gibt es ja wieder drei Möglichkeiten. Entweder ist man im Markt drin, man ist nicht im Markt oder man will diese Aktien nur beobachten. Ja, also wenn ich jetzt nicht drin bin, dann hat die für mich überhaupt keine Attraktivität, weil sie noch kein Outperformer mehr ist, sondern weg ist von der Outperformance, kratzt gerade so dran, ja, ist jetzt auf neutral, ist aber hier auch in so einem Bereich, wenn ich das mal dazu schalte, hin und her, ne, Ampel an, es gibt bessere Aktien. Wenn man da drin ist, dann kann man jetzt froh sein, dass sie über dem 200er notiert und dass die letzte Dynamik eher in die Long-Richtung ging, ja. Also wenn ich das mal größer mache für dich, Roland, dann siehst du ja, dass wir hier ein erhöhtes Volumen haben an dieser Riesenkerze. Das verwundert ja nicht. So, und das Tief von dieser Kerze wurde dann getestet und ist drüber geschlossen. Ja, obwohl die Kerze an sich schwarz ist, sieht man hier am Volumen. Blaues, weiß oben in der Kerze und schwarzes. Dann im Endeffekt eine schwarze Kerze, was ich ja manchmal, wenn ich den Indikator drüber lege, dann nicht sehe. Aber anhand des Volumens kann ich das erkennen. Also, wenn du dann drin bist, auf jeden Fall drin bleiben. Die Marke ist natürlich klar, 3300, wenn die fällt, rutscht schnell mal bis zum, was ist hier unten? Da ist das Volumen auch erhöht. War da noch was auf dieser Basis hier auch? Also bis 3200 durch. Ja, also da aufpassen. Ja. Glücklich kannst du sein, wenn sie nochmal hier oben durchgeht. Ja, durch dieses Wollinger Band, dann kann sie relativ zügig gehen. Aufpassen solltest du aber bei diesem Gap. Ja, das, wenn wir das einzeichnen von die Kurslücke von da oben, bis, das geht ja noch weiter runter, so bis da. Da spielt sich jetzt alles drin ab. Also da bei 3570 wird dann wahrscheinlich noch ein bisschen Widerstand sein. Ne? Facebook, hallo Christine. Facebook ist ja auch mein aller Munde. Facebook. Laden die Kurse. Naja, erste Bild siehst du selbst. Also Analyse ist relativ einfach. Ist ein Underperformer. Spricht jetzt nach einem normalen 4-1-Signal nichts für einen Trade, der auf der Long-Seite ist. So, wir sind unterm 20er, wir sind am 200er und wir sind quasi unter dem 200er und extrem bei hoher, bei hohem Volumen.
Ich denke mal, es waren vielleicht Zahlen. Ich bin da jetzt nicht so der Newsreader. Das interessiert mich eigentlich nicht, weil der Chart zeigt mir das dann an. Für Tagesbasis sind News nicht so nützlich wie für Intraday-Händler, logischerweise. So, wenn ich mir das jetzt anschaue, dann haben wir hier an der Kerze ein extrem hohes Volumen. Dann markiere ich mir die Hochs und die Tiefs. Das ist also die Range, die jetzt demnächst in Verbindung mit dem 200er, der immer noch so ein bisschen steigen wird, so und dann ein bisschen flach geht, sich abarbeitet. Heute eher negativ. So, was ich, also P3-Signal, das habe ich ja gesagt, ist halt anders zu handeln. Da brauche ich halt ein hohes Volumen, sage ich mir. Das habe ich hier. Und ich brauche halt eine vertretbare Kerze, die positiv ist und die vor allen Dingen nicht so eine hohe Vola hat wie diese Kerze. Also das wird hier heute wahrscheinlich nichts mehr werden mit einer positiven Kerze. Wenn sie hier unten meinetwegen einen Umkehrstab ausbildet, der halt einigermaßen von der Spannweite funktioniert, könnte man das probieren, mit stark angeglichenen Stops an den Tiefs, sage ich mal, zu handeln. Dann könnte man ein bisschen hoch handeln, eventuell nochmal einen Preis, ein Reversal quasi handeln. Das wäre P3-mäßig. Und einen Teilverkauf machen und den Rest zumachen. Für eine normale Long-Version des P1-Signale sind wir ja raus. Hier haben wir gar keine Voraussetzung. Das wird auch eine Weile dauern, bis die Aktie sich, denke ich mal, wieder berappelt. Ja. Schauen wir mal hin. Ist ja auch stark gelaufen und hat jetzt einfach mal so einen Down-Gap hingelegt, was auch nochmal für einen Widerstand spricht. Ne? Jo, Down-Gap. So, und wenn der Markt dann hier oben den 200er überwunden hat, dann muss er nochmal durch dieses Down-Gap durch und dann wird der 20er wahrscheinlich auch nochmal da liegen. Also sind wir kumulativ auf der negativen Seite. Ne? Wenn du sie hast, kannst du davon vielleicht profitieren, dass sie nochmal nach oben läuft. So. Short zu handeln, die Aktie, da müsst ihr jetzt gucken, was digital macht. Das würde jetzt so nicht anfassen. Short funktioniert also mal relativ schnell. Wenn der Bereich hier bei 300 unterschritten wird, dann glaube ich, ist das nochmal beschleunigend auf jeden Fall. Und dann müssen wir gucken, wo hier nochmal das Volumen hoch ist, wo wir dann aufgefangen werden. Ja, das haben wir hier, haben wir noch ein Aufwärtsgap gehabt. Das liegt ungefähr auch auf diesem Preisniveau 300. Und dann nächste hohe Volumina-Stufe ist ungefähr da. Das ist da oben. Wir liegen ja bei 290. Ja, nächste Abteilung 290. Ja, Konfektionsabteilung dann wieder tiefer. Ne? Also auch nicht einfach zu handeln. Ich hoffe, du warst eher in der Outperformer-Szene mit drin. Diese Wende ist jetzt nicht so schwer zu erkennen und bietet dann auch keinen Anlass, jetzt ein P3-Signal Long zu handeln, was bei hohem Volumina ist, weil wir haben hier keine Stärke drin. Wir machen dann ein Down Gap. Ja, so, und der Markt läuft bis oben ran ans Down Gap und geht dann wieder runter. Also nichts, was Long zu handeln wäre. Also das kann man sich relativ gut erklären. So. Vielleicht zum Abschluss Microsoft. Mache ich doch auch. Bist du da selber drin? Nein. Auf keinen Fall. Microsoft, ja, das ist mal ein anderes Bild, ne? Die haben neue Zahlen gehabt Des, oder was war? deswegen wollte ich das mal als Beispiel. Das, genau, na, da sieht das ganz anders aus. Man sieht auch sofort in der Wertigkeit, ist jetzt nicht so viel besser als Facebook, aber man sieht bei Facebook, gucken wir hier steht eine 0,9 und hier steht eine 1,04. Also warum soll ich mir long, wenn der Markt an sich long ist für, sag ich mal, Digitalisierung oder die Nasdaq halt long ist, warum soll ich mir dann Facebook anschauen? Sondern der Wert taucht gar nicht auf, wenn ich das sortiere. Da wäre quasi dann Facebook auf 104 und Facebook, Quatsch, Microsoft auf 104 und Facebook weiter unten. Und man sieht auch sofort, na, das ist ja Underperformer. Ja, brauche ich mir gar nicht auf Long anschauen, wenn eventuell mal ein Short Trade kommt. So, und bei der Microsoft haben wir ja hier das Outperformer, befindet sich nicht in der Korrektur, weil dann würde ich das ja angezeigt bekommen. Würde für mich eigentlich bedeuten, ich kann wirklich jetzt saunieren gehen. Ja, das macht dann Sinn, weil ich muss ja nicht teuer einkaufen. So, jetzt die aktuelle Situation. Wir sehen Outperformer ist Microsoft seit dem 7. Oktober mit einer kurzen Schwäche.
und dann auf gelb geschaltet, sage ich mal, um dann auf grün durchzugehen. So, viel Möglichkeiten hier einzusteigen hatte man ja auch gar nicht, weil der Markt gar nicht korrigiert hat. Ich würde gerne mal so ein, zwei Tage sehen, wo der Kurs unter den Tiefs der anderen Kerzen landet. Das nenne ich dann Korrektur. Ja. Haben wir gar nicht. So, was haben wir jetzt? Wir haben einen Aufwärtsgap. Und ich denke mal, das Volumen wird auch mega hoch sein. Das war auch schon davor hoch. Das heißt, wir haben hier unten das Hoch dieser, Entschuldigung, ich habe auch eine Maus, die ist ja wirklich extrem empfindlich. So, das heißt, was bietet sich Besseres an, als abzuwarten, jetzt nicht teuer aufzukaufen? Klar kann der Kurs noch 3, 4 Tage steigen, aber auch dann werden die ersten Gewinne vielleicht mitgenommen. Warten wir doch einfach die Korrektur ab. So, und die erste Möglichkeit wäre bei 315, ja, weil dann dieser Kerze dann wahrscheinlich auch, ich sehe es noch nicht, das Volumen, erst wenn der Markt geschlossen ist, aber es wird hoch sein auf jeden Fall. Dort eine starke Kerze bei 315, dann kann man wieder schön da hochhandeln, den ersten Teilverkauf machen und den Rest stehen lassen und hoffen, dass er durchgeht nach oben. Oder er geht sogar etwas tiefer und bei 312 und bietet dann mal eine Umkehr. Ja, dann hätte er das Gap noch und noch das Volumen. Also hier haben wir einen starken Unterstützungsbereich und ich sage mal, die Statistik sagt, Aufwärtsgaps sind sehr gute Basen. Ja. Und von daher nicht verkehrt. Also jetzt würde ich es nicht kaufen, aber da wäre es ja mal eine Möglichkeit. Und wenn der Kurs dann darunter geht, dann würde ich die Position dann auch wieder auflösen. Okay, dann sind wir ja soweit durch. Fair, jetzt kann ich mich noch einen kleinen Link euch schicken. Wer so eine Analyse von so einem Index bekommen möchte, der kann auch bei Traders Yard, das ist hier so von Agina Trader eine Gruppe, kann dort von mir auch die Sache einsehen und den Link werde ich einfach mal hier reinsetzen. Dann kriegt ihr immer so tagesmäßig einen Index in Chart beschrieben. Also ihr müsst keinen Text lesen und dann auf den Chart gucken, sondern ich mache das alles im Chart. Man sieht es sofort und ich hoffe, ihr versteht es. Den werde ich jetzt gleich mal reinstellen, den Link. Und dann muss ich den reinstellen bei Chat wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Da muss ich erstmal, wo ist der Chat? Da ist der Chat. Genau, okay. Ganz so. Na, ja. Einfach bei Nachricht an alle und dann rein. Und ja, genau. Okay. So. Sollte angekommen sein. Genau. Ja, und wir sehen uns ja dann. Sehen wir uns im 17.11. Also hier Perlentauchen 24. aber 17.11. ja. Mit Agina Helpdesk. Genau. Helpdesk. Ja. Super. Da freue ich mich schon drauf. Ich mich auch und natürlich freue ich mich, wie du am Anfang schon angekündigt hast, dass wir nächstes Jahr beide Webinare wieder zusammen machen. Freue ich mich wirklich sehr. Vielen Dank und natürlich auch vielen Dank für das heutige Webinar. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe Ihnen auch. Wünsche an der Stelle einen schönen Abend. Vielen Dank für das Interesse, fürs Dabeisein. Wünsche noch eine erfolgreiche Woche. Und ja, würde mich freuen, wenn Sie nächsten Monat wieder dabei sind. Bis dahin, alles Gute. Passen Sie auf wieder Position auf. Und vielen Dank, Carsten. All das wünsche ich dir natürlich auch. Und du hast das Schlusswort, selbstverständlich. Ja, vielen Dank. Und wie immer lebt das Webinar ja auch von eurer Teilnahme. Ihr könnt mir auch gerne E-Mail schreiben, wenn ihr eine Aktie auf jeden Fall analysiert haben wollt, weil ihr die mal als Empfehlung bekommen habt oder so. Ich schaue dann gerne mal drauf. Schickt mir eine E-Mail. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Passt auf euer Geld auf.